hier kommt mein zweites Video zum Thema Herzinfarkt. Pierre dankt ganz herzlich für eure lieben Nachrichten, die wir bekommen haben. Einige von euch haben mir auch geschrieben, dass sie so gerne direkt unter mein YouTube-Video einen Kommentar hinterlassen hätten. Aber wie ihr ja wisst, hat YouTube die Kommentarfunktion im Frühling 2019 deaktiviert, da es auf meinem Kanal auch Filme gibt, die in der Überschrift oder in der Beschreibung das Wort Kinder haben. Ne? Zum Beispiel Ausflugstipps in München mit Kindern. Und da handelt YouTube sehr konsequent. Pierre war ja dafür, dass ich über unsere Erfahrungen berichte, weil wir anderen Menschen dadurch eventuell helfen können. Er hatte sich dann mein erstes Video komplett angeschaut, als es schon online war, und hat sich dann leider noch so eine ganze Stunde danach recht schlecht gefühlt, weil die ganzen Erinnerungen wieder voll hochgekommen sind. Ihm ist es wichtig, dass ich zeige, was ihm hilft, um anderen Betroffenen Inspirationen zu geben. Und er wäre auch trotzdem bereit, eure Fragen in einem späteren Video mit mir zusammen zu beantworten. Pierre meinte, dass er gerne verdrängt, wie knapp und gefährlich das wirklich war und auch wie schlimm das war. Verdrängen ist auch praktisch seine Methode, trotzdem so positiv zu bleiben. In diesem Video erzähle ich euch von einem sehr preisgünstigen, aber trotzdem von Kardiologen sehr umstrittenen Mittel, das Pierre nimmt, das ihm aber ganz extrem hilft. Das habe ich durch Recherchen im Internet gefunden, aber ich möchte bei der Gelegenheit auch sagen, dass ich es nur deswegen entdeckt habe, weil es tolle Menschen mit ihrem wertvollen Wissen geteilt haben, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber erstmal zu den ersten Tagen zu Hause. Was wichtig ist zu wissen, die erste Zeit nach dem Herzinfarkt ist besonders kritisch. Man braucht viel Ruhe, aber nur im Bett liegen kann auch kontraproduktiv sein, weil sanfte Bewegung für den Heilungsprozess förderlich ist. Pierre hat zum Beispiel schon im Krankenhaus, als er von der Intensivstation runtergekommen ist, täglich geübt, jeden Tag wieder ein paar Schritte mehr zu gehen, obwohl es gar nicht nötig gewesen ist, denn die sehr freundlichen Schwestern auf der Station hätten ihm auch alles an den Tisch gebracht. Nur Treppensteigen durfte er in der ersten Woche noch auf gar keinen Fall. Im Nachhinein würden wir sagen, dass es bei einem schweren Herzinfarkt am besten ist, sofort vom Krankenhaus in die Reha-Klinik zu fahren. Dort hat man nämlich Kardiologen und Spezialisten direkt im Gebäude, einen Notfallknopf, und bekommt auch Sicherheit. Wir mussten zu Hause nämlich ungefähr eine Woche nach Pierres Ankunft wieder den Rettungswagen rufen, wieder große Ängste durchstehen, aber dazu später. Am 9. Januar 2020 hat Pierre mir am Telefon gesagt, dass er sich gleich ein Taxi nimmt und unterwegs ist. Bis auf die Fahrt mit dem Rettungswagen musste er den Transfer immer selbst zahlen. Pierre ist privatversichert. Es kann sein, dass bei gesetzlich Versicherten anders geregelt ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Bei einem leichten Herzinfarkt darf ein Patient häufig 2 Tage nach der Stentimplantation das Krankenhaus verlassen. Pierre war 8 Tage im Krankenhaus, und ich hatte euch ja schon im ersten Video genau beschrieben, dass es ein sehr schwerer Herzinfarkt war, weil ihm nicht sofort geholfen wurde und der erste Arzt eine gravierende Fehldiagnose gestellt hatte und ihn wieder nach Hause geschickt hat. Als Pierre dann zu Hause die Tür reingekommen ist, da bin ich sofort auf ihn zugelaufen, hatte Tränen in den Augen, habe ihn fest umarmt und am liebsten auch gar nicht mehr losgelassen. Da war auch so ein Mix aus Angst, etwas falsch zu machen, aber auch ganz viel Motivation, Pierre beizustehen. Das Leben hatte ihm eine zweite Chance gegeben, weil er ja nur so knapp überlebt hatte. Und ich wollte jetzt einfach nur alles richtig machen. Etwas später bin ich dann mit dem Fahrrad zu Emily in den Kindergarten gefahren. Sie saß da gerade so mit so kleinen Freunden zusammen und hat gespielt. Und ich zu ihr: Emily, stell dir vor, der Papa ist zu Hause. Sie hat fröhlich gekreischt, hat alles liegen gelassen und ist ganz schnell zur Garderobe gedüst und hat ihre Sachen geholt. Leon ist etwas später zusammen mit seinem Schulfreund ins Wohnzimmer gekommen und hat Pierre auch total euphorisch begrüßt. Ja, als wir dann abends zusammen mit frischem Fisch gesessen haben und gelacht haben, da hat sich das Leben für einen Moment wieder normal angefühlt, und das war auch richtig schön. Am Samstag, den 11. Januar 2020, habe ich Leon dann mit dem Fahrrad zu einem Klassenkameraden gebracht und bin danach einkaufen gefahren. Da habe ich dann leider 2 Bekannte getroffen, die mir unabhängig voneinander erzählt haben, wo jemand im Freundeskreis am zweiten Herzinfarkt gestorben ist.
Da habe ich natürlich direkt wieder Angst bekommen, auch wenn das von den Personen, mit denen ich geredet habe, gar nicht so beabsichtigt war. Als ich dann von meinen Einkäufen zurückgekommen bin, da saß der Pierre da total erschöpft und hatte so ganz knallrote Augen gehabt. Emily hatte ihn nämlich pausenlos vollgequatscht. Ich muss dazu sagen, dass wir das normalerweise lieben, dass wir so einen fröhlichen Sonnenschein haben. Wir lieben diese quirlige und fröhliche Art. Pierre findet Emilys Wesen nämlich normalerweise auch total inspirierend, aber nach einem Herzinfarkt ist das anstrengend. Die kleine Maus merkt nämlich sofort, wenn wir nur halb zuhören und hakt dann nochmal nach. Nachdem sie den Pierre so lange nicht gesehen hatte, da gab es ja auch richtig viel zu erzählen. Ja, ich hatte dann beim Einkaufen noch nicht alles bekommen und musste dann nochmal los. Dann habe ich das so gemacht, dass ich Emily vor dem Fernseher geparkt habe, damit Pierre sich ausruhen konnte. Emily hatte sich gefreut, dass sie einen Kinderfilm schauen darf und Pierre konnte sich ausruhen. Auf dem Weg zum Supermarkt hatte ich dann schon wieder so Herzklopfen und so eine riesige Angst gehabt, dass Pierre etwas passiert, wenn ich unterwegs bin. Im Supermarkt habe ich mich total beeilt, bin dann schnell zur Kasse gelaufen, an anderen vorbei, die so ein bisschen langsamer unterwegs waren, weil ich so schnell wie möglich wieder zu Hause sein wollte. Als ich dann zu Hause in die Wohnung gekommen bin, da ging es dem Pierre ein Glück schon viel besser. Ihm hat die Ruhe total gut getan. Das ist auch etwas, was am Anfang nach so einem schweren Herzinfarkt auch ganz wichtig ist, dieses Gefühl dafür zu entwickeln, was einem gut tut und was einem hilft. Dann hatten wir wenig später noch mal eine sehr kritische Situation. Pierre ist mit so einem komischen Gefühl aufgestanden und sein ganzes Bein hat sich total kochend heiß angefühlt. Wenn man schon mal einen Herzinfarkt hatte, vor allem so kurz vorher, dann muss man das unbedingt dazu sagen, wenn man den Rettungswagen ruft. Das habe ich dann gemacht und dann war der Krankenwagen auch innerhalb von 10 Minuten bei uns. In dieser Zeit bin ich dann wieder schweißgebadet, so noch im Nachthemd in der Wohnung rumgelaufen und habe ganz hektisch Piers Sachen zusammengepackt und damit gerechnet, dass er vielleicht wieder ein paar Tage im Krankenhaus bleibt. Aber ich hatte auch so wahnsinnig viel Angst, weil ein Reinfarkt ganz besonders gefährlich ist und das Leben kosten kann. Ich habe dann beim Packen darüber nachgedacht, dass es echt blöd ist, dass die Reha erst am 29. Januar 2020 beginnen sollte. Zu Hause ist man dann doch ständig so unsicher. Unsere Kinder mussten mitbekommen, wie Pierre von den Rettungskräften verkabelt wurde. Das hat mir dann auch so leid getan, weil sie ja schon emotional so viel mitgemacht haben. Dann kam mir dann auch noch in den Sinn, dass laut einer Webseite in Deutschland pro Jahr etwa 300.000 Menschen einen Herzinfarkt erleiden und davon würden nur knapp 2/3 die ersten 4 Wochen danach überleben. Ich konnte den Pierre dann noch wieder viele Stunden nicht erreichen, habe dann mit Freunden telefoniert, die mir ein bisschen beigestanden haben und mich aufgemuntert haben. Ja, dann kam endlich am frühen Nachmittag der Anruf von Pierre. Kein neuer Herzinfarkt. Man würde auf die Nebenwirkungen von den vielen Medikamenten tippen. Ja, einerseits war ich total erleichtert, aber andererseits wusste ich ja, dass nach einem Herzinfarkt einige Medikamente lebenslänglich genommen werden müssen. Mein Schwiegervater, der hatte damals nämlich so eine lange blaue Tablettenorgel gehabt und irgendwann musste er Tabletten nehmen, welche die Nebenwirkungen von den anderen Tabletten ausgeglichen haben. Aber mein Schwiegervater, da war ja auch deutlich älter, als er mit den ganzen Tabletten angefangen hat. Und das hat mir dann auch wieder Sorgen bereitet, denn wenn man junge Kinder und eine viel jüngere Frau hat, dann ist es ja erst recht wichtig, lange fit zu bleiben. Als ich dann später mit anderen Müttern darüber geredet habe, die ich durch Emilys Kindergarten oder Leons Schule kenne, haben mir mehrere auch erzählt, dass ihr Schwiegervater oder ihr Vater mal einen Herzinfarkt hatte und dass da auch ein Stent gesetzt wurde. Bei einer anderen Mutter war es die Mutter von einer Freundin oder die Mutter von einer Nachbarin. Aber es war nie der Ehemann oder der Lebensgefährte von einer Mutter, mit der ich mich unterhalten habe. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, wie früh das Thema Herzinfarkt in unser Leben getreten ist. Bei meiner Recherche bin ich dann auf ein YouTube-Video von Robert Franz gelangt. Von ihm habe ich das allererste Mal von Strophantin gehört und was er darüber sehr einfach und anschaulich erzählt hat, das hat mich neugierig gemacht und auch fasziniert. Kurz gesagt handelt es sich um ein Herzglykosid, welches aus afrikanischen Bäumen, Sträuchern und
Schlingpflanzen gewonnen wird. Ich habe mich dann mehr mit Strophanthin befasst und Ergebnisse einer Studie gefunden, die mir Mut gemacht haben. Dort wurden Therapieerfolge aus 40 Jahren an 15.000 Herzpatienten gezeigt. Mit Strophanthin gab es gar keine Todesfälle aufgrund eines neuen Herzinfarktes mehr und nur 20 ganz leichte Reinfarkte. Viele Mittel der Schulmedizin bekämpfen Symptome, aber ich wollte für Pierre unbedingt etwas Natürliches finden, was auch an der Ursache arbeitet. Ich habe das so verstanden, dass Gestrophanthin die Natrium-Kalium-Pumpe aktiviert. Dadurch wird der Stoffwechsel des Herzens unterstützt und das Herz vor Überlastung geschützt. Was mir am besten von Strophanthin gefällt, ist, dass es neben seiner herzstärkenden Wirkung den Herzmuskel entsäuert. Einen Herzinfarkt kann man nämlich unter anderem durch Übersäuerung der Herzmuskulatur erhalten, zum Beispiel durch falsche Ernährung oder durch langanhaltenden Stress ohne Ruhepausen. Ich bin Kardiologen dankbar dafür, dass sie durch Operationen Leben retten. Aber wenn ihr einen Kardiologen auf Strophanthin ansprecht, dann rechnet damit, dass Ärzte meistens negativ darauf reagieren. Es gibt aber alternative Ärzte, welche die Strophanthin-Urtinktur verschreiben. Uns wurde eine Ärztin in Süddeutschland empfohlen. Pierre hat ihr seine kompletten medizinischen Unterlagen per Mail geschickt und eine Stunde lang mit ihr telefoniert. Daraufhin hat sie ihm dann die Urtinktur verschrieben, die man sich leider nicht einfach so kaufen kann. Man braucht ein Rezept vom Arzt. Auf Facebook war ich dann inzwischen auch in zwei verschiedenen Herzinfarktgruppen drin, die aber komplett unterschiedlich sind. Eine davon alternativ, die andere gar nicht. Und in der Gruppe, die eher gegen alternative begleitende Behandlungsmethoden sind, wurde mir sogar unterstellt, dass ich meinen Mann mit Strophanthin umbringen möchte. Ja, das war ernst gemeint. Ich musste da auch erstmal das sacken lassen. Ich erzähle euch das, damit ihr wisst, wie umstritten Strophanthin bei einigen Menschen ist. Ob es etwas für euch ist, das könnt ihr ja mit eigenen Recherchen selbst herausfinden. Holt euch einfach mal verschiedene Meinungen ein. Aber ich finde, dass es sich lohnt, sich mit Strophanthin mal zu beschäftigen. Mich hat in einer Facebook-Gruppe ein Werner kontaktiert. Dem ist aufgefallen, dass ich sehr viele Fragen habe. Und da er auch selbst einen Herzinfarkt hatte, bei ihm auch ein Stent gesetzt wurde und er Strophanthin nimmt, hat er angeboten, dass wir mal telefonieren. Pierre hatte dann auch mal eine ganze Stunde lang mit ihm telefoniert und das hat dem Pierre auch total gut getan, weil er ebenfalls viele Fragen hatte und das hat ihm Mut gemacht. Es gibt etwas, was ihr unbedingt wissen müsst, wenn ihr Strophanthin nehmt, nämlich, dass ihr langsam anfangt und die Dosierung langsam steigert. Pierre hatte direkt 20 Tropfen auf einmal genommen und dann plötzlich wieder so Herzklopfen bekommen. Und wir hatten dann plötzlich wieder diese Angst und waren total unsicher. Ich habe diesen Werner, den ich nur von Facebook kenne, dann um 23 Uhr gefragt, ob er Zeit hat, mit Pierre mal zu telefonieren. Er hat dann wirklich Sekunden später den Pierre angerufen und ihm erklärt, dass man mit Strophanthin langsam anfangen muss. Also zum Beispiel erstmal dreimal 5 Tropfen. Aber was auch gut war, er hat den Pierre beruhigt und ihm gesagt, dass jetzt nichts passieren kann. Und nach diesem Telefonat ging es Pierre auch deutlich besser. Einfach wegen dem Wissen, dass er wegen 20 Tropfen Strophanthin keinen zweiten Herzinfarkt bekommen kann. Und dass Herzklopfen auftreten können, wenn man beim ersten Mal einfach ein bisschen zu viel nimmt. Ich meine, er hat ja auch keine ganze Flasche genommen, sondern nur 20 Tropfen. Pierre hat sich dann von Tag zu Tag mit Strophanthin gesteigert und war dann nach 2 Wochen bei 30 mal 30 Tropfen am Tag angekommen. Diese Dosis hat er ein paar Monate beibehalten und jetzt ein Dreivierteljahr später nimmt er nur noch 3 mal 20 Tropfen. Alles in Absprache mit dieser Ärztin aus Süddeutschland, einer Ärztin, welche die Schulmedizin und die Naturheilkunde kennt. Diesen persönlichen Mix
Finde ich ideal. Pierre hat mir erzählt, dass er jedes Mal, wenn er Strophanthin ein paar Sekunden auf der Zunge wirken lässt, diese herzstärkende Wirkung spürt und auch, dass der ganze Körper dadurch belebt wird. Der ist so süß, der ist so süß. Allerdings hat ihm ein Kardiologe gesagt, dass Pierre sich einen anderen Arzt suchen soll, wenn er nebenbei Strophanthin nimmt. Und das, obwohl mein Mann ja privatversichert ist und Kardiologen mehr abrechnen können. Ich habe erfahren, dass das eine ganz normale Reaktion von Kardiologen ist. Pierre ist aber von Strophanthin total überzeugt und auch allen dankbar, die dazu Informationen teilen. Pierre ist auch nicht so der Typ, der sich das einbildet, dass ein Mittel gut ist. Also dafür ist er viel zu bodenständig. Und seine Herzmedikamente vom Kardiologen, die nimmt er natürlich auch weiterhin. Ich würde euch auch niemals dazu raten, die Medikamente, die ein Kardiologe verschreibt, einfach auf eigene Faust abzusetzen, weil das lebensgefährlich sein kann. Und außerdem habe ich ja auch absolut kein medizinisches Hintergrundwissen. Ich habe einfach nur diese wertvollen Informationen zu Strophanthin gefunden. Und Pierre und auch der Werner von Facebook finden es wichtig, dass ich in meinen Videos mehr Menschen von Strophanthin erzähle. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch der Vitamin-D-Wert. Ich habe mich leider erst nach Pierres Herzinfarkt damit intensiver befasst. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen mit einem geringen Vitamin-D-Wert doppelt so häufig an einem Herzinfarkt erleiden wie welche mit normalen Werten. Im Sommer kann man leicht Vitamin D tanken, wenn man 20 Minuten ohne Sonnenschutz und mit Badehose oder Bikini im Garten liegt. Aber das Berufsleben macht ja den meisten von uns einen Strich durch die Rechnung. Wenn abends der Schatten länger ist als die Körpergröße, dann ist die Wärme auf dem Gesicht zwar total angenehm, aber Vitamin D kann dann auch nicht mehr getankt werden. Pierre und ich haben beide Mitte Januar 2020 damit angefangen, täglich 20.000 Einheiten Vitamin D aufzunehmen. Hier ist es wichtig, auch an die Kofaktoren wie K2 und Magnesium zu denken. Es gibt da keine Vitamin-D-Menge, die man pauschal für alle Menschen über viele Monate hinweg empfehlen kann. Ihr könnt gern euren Arzt darum bitten, Blut abzunehmen, euren Wert zu bestimmen und dann Vitamin-D individuell auffüllen. Allerdings empfehlen Heilpraktiker höhere Werte als die meisten Hausärzte. Deswegen ist es immer vorteilhaft, sich sehr umfangreich zu informieren. Denkt auch unbedingt an die Kofaktoren K2 und Magnesium. Ich glaube inzwischen, dass wir in den Wintermonaten alle einen Vitamin-D-Mangel haben. Und wenn man nicht gerade in die Sonne fliegt und mit einem guten Vitamin-D-Spiegel, ist das Herz sicherlich besser geschützt. Und die Präparate sind auch nicht teuer. Also da würde ich einfach mal googeln, ob Tabletten oder Tropfen von der Einnahme angenehmer ist. Das ist ja auch Geschmackssache. Pierre und ich sind die erste Zeit täglich zusammen spazieren gegangen und haben uns dann von der Länge her täglich gesteigert. Ich habe mich dann auch Pierres Tempo angepasst und festgestellt, dass er von Tag zu Tag wieder etwas zügiger laufen konnte. Ja, und jetzt tobt er total wild wieder mit unseren Kindern rum und auch mit unseren Besucherkindern. Also das ist richtig schön. Wir haben nämlich sehr viel Besuch, ne? Und heute haben wir dich hier zu Besuch, Sheila, ne? Du Süße. Am 29. Januar 2020 ging die dreiwöchige Reha von Pierre los, die vor Ort um eine Woche verlängert wurde, sodass er insgesamt einen Monat dort war. Obwohl es ihm gut gefallen hat und ihm die Reha total gut getan hat, war der Start für ihn nicht so schön. Als Pierre in Bad Bentheim angekommen ist, hat er festgestellt, dass die meisten Patienten so um die 20 Jahre älter waren und sein Zimmer fand er sehr steril. Das Abendprogramm, das lautete dann noch Singen mit Edeltraut. Ja, das ist für Menschen ab 70 bestimmt schön, aber Pierre hatte uns dann ganz besonders intensiv vermisst und im riesigen Speisesaal war Pierre am ersten Abend auch ganz alleine, da die anderen Herrschaften um 17.30 Uhr am Platz waren und Pierre auf den letzten Drücker, weil er vorher einfach noch keinen Hunger hatte. Ja, wir essen zu Hause auch erst so gegen 19.30 Uhr. Ne, Sheila? Am 30. Januar 2020 hatte ich Geburtstag, der zweite Tag von 4 Wochen alleine mit Kindern. Ein Kontakt hat mir per Mail folgenden Spruch geschickt. Leb in der Vergangenheit, wenn du traurig sein willst.
Leb in der Zukunft, wenn du ängstlich sein willst. Und wenn du glücklich sein willst, dann genieß den Moment. Autor unbekannt. Mir wurde bewusst, dass mich die Zukunft tatsächlich häufig ängstlich macht. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, mich in den nächsten Wochen ganz bewusst auf die vielen kleinen schönen Momente zu konzentrieren. Beim Essen zum Beispiel nicht darauf, dass einer von uns am Tisch fehlt, sondern auf das fröhliche Lachen von Emily, auf das Singen von Emily und Leon. Am 9. Februar 2020 hatte Pierre die Kinder und mich dann abgeholt und dann haben wir knapp 2 Tage in Bad Bentheim zusammen verbracht. Emily und Leon waren vom Krankenbett in Pierres Zimmer total begeistert, da man das mit einem Knopf hoch und runter fahren konnte. Damit konnten sie sich dann eine ganze Weile beschäftigen. Sie haben die Liege dann so verstellt, dass man ähnlich wie auf einem Stuhl aufrecht sitzt. Denn ja, da waren sie begeistert von, denn so etwas Spannendes gibt es ja nicht in den Hotels, in denen wir übernachten. Diese Nacht hatte für die Kinder und für mich mit Essen ungefähr 120 Euro gekostet. Das läuft so ab, dass man eine Woche vorher erfährt, ob man anreisen kann, da die Klinik in Bad Bentheim in erster Linie für Patienten vorgesehen ist. Wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, dann ist es natürlich wichtiger, dass er einen Platz bekommt. Das ist jetzt wichtiger, als wenn ein Besucher anreist. Und dafür hatten wir natürlich großes Verständnis. Mir ist aufgefallen, dass die anderen Patienten, wie Pierre schon angedeutet hatte, im Schnitt 20 Jahre älter waren als er. Manchmal habe ich mich bei den Herrschaften dafür entschuldigt, dass unsere Kinder kleine Energiebündel sind. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, dass das kein Problem ist, dass sie zu Hause Enkel haben oder dass sie Kinder lieben und dass unsere Kinder auf der Etage für Herzpatienten dann eine Nacht mit dabei waren. Das hat den Menschen sogar richtig gut getan. Ich habe so viele leuchtende Augen gesehen. Also das war richtig schön. Da hatte ich schon fast das Gefühl, dass ich auch den anderen durch unseren Besuch etwas Gutes tue. In der Klinik haben wir in einem anderen Bereich auch Kinder getroffen, die ihre Mütter wegen Hautproblemen begleitet haben. Allerdings haben wir in einem ganz anderen Haus übernachtet und wir durften während unserem Besuch mit anderen Familien in einem separaten Speisesaal für Eltern mit Kindern essen. Pierre hatte uns vorher schon erzählt, dass das Essen dort ganz gut schmeckt. Boah, aber es war dann echt schwer, nach dem Besuch in Bad Bentheim abends wieder alleine mit den Kindern zu sein. Aber was ich wirklich toll fand, Pierre ist ja ein Mensch, der erst an andere denkt und irgendwann auch mal an sich selbst. In der Fachklinik in Bad Bentheim drehte sich auch mal alles um ihn. Er hat gespürt, wie gut ihm die Zeit nur für sich selbst getan hat. Denn beim Kümmern um andere hatte er sich selbst häufig vergessen. Pierre hat dann vor Ort einen ca. 45-jährigen Patienten kennengelernt, der wenige Tage nach ihm in die Reha gekommen ist. Mit diesem hat er sich dann fast jeden Abend zum Quatschen oder zum Schachspielen verabredet. Außerdem wurde Pierre regelmäßig von Freunden besucht, was ihn auch sehr erfreut hat. Er hat in Bad Bentheim Spaß an Sport bekommen. Spazieren im Wald, Thermalsohle oder Training auf dem Ergometer. Bewegung ist wichtig fürs Herz. Außerdem hat er von Woche zu Woche ein bisschen abgenommen und das war ein schöner Erfolg. Es gab auch lehrreiche Treffen mit anderen Patienten. Bei einem Vortrag hat Pierre in Bad Bentheim erfahren, dass ein Viertel der Patienten den Herzinfarkt nicht überlebt. Bei Pierre war es ja auch verdammt knapp. Ich hatte euch das ja im ersten Video von der gravierenden Fehldiagnose vom Arzt erzählt, der ihn mit der Diagnose eingeklemmter Nerv im Rücken wieder nach Hause geschickt hat. Und später hatte die Krankenschwester ihn ungefähr 45 Minuten warten lassen, als er am frühen Nachmittag dann erneut in der Notaufnahme erschienen ist. Bei diesem Vortrag wurde Pierre auch nochmal richtig bewusst, dass das Leben ihm eine zweite Chance gegeben hat. Und ich habe mich so gefreut, dass er diese Chance auch mit mehr Bewegung nutzen wollte. Auch als wir den Pierre in Bad Bentheim besucht haben, da wollte der Pierre mit mir zusammen bei Platzregen spazieren gehen, also vor dem Herzinfarkt, hatte er nie den Wunsch verspürt, bei mir mit schlechtem Wetter spazieren zu gehen. Und das fand ich toll. Denn wenn man einen Herzinfarkt hat, dann fühlt sich das so an, als wenn man stirbt.
Wenn man den Herzinfarkt überlebt, dann kriegt man im Idealfall auch einen enormen Willen, etwas für sich zu tun. Und Bewegung ist unglaublich wichtig fürs Herz. Das haben ihm auch mehrere Kardiologen unabhängig voneinander geraten. Extremsport ist kontraproduktiv, aber sehr lange Spaziergänge oder Walken sind ideal und senken auch den Blutdruck. Pierre hatte dann die Erlaubnis bekommen, uns während seiner Reha an den Wochenenden zu besuchen. Das geht übrigens nur mit Genehmigung. Wenn der Arzt das Gefühl hat, dass der Patient stabil ist, das war bei Pierre ein Glück der Fall, weil das Hin- und Herfahren ja auch dann Strapazen mit sich bringt. Aber das hat gut geklappt. An einem Wochenende, an dem Pierre uns besucht hat, da wurden wir von Freunden in ein All-You-Can-Eat-Buffet-Restaurant in Münster eingeladen. Pierre hat sich dann auch mit dem Essen trotz diesem sehr leckeren Angebot zurückgehalten und am nächsten Tag mehr Sport gemacht. Ja, an manchen Tagen, an denen ich alleine mit Kindern gewesen bin, da habe ich mich abends erschöpft gefühlt. Ich habe das Emily und Leon dann aber auch ganz offen gesagt, dass ich gerade einfach mal ein bisschen mehr Ruhe brauche und dass es für uns alle ja eine besondere Situation ist. Und ich kann ja nicht so gut kochen wie der Pierre. Einmal hat Leon gespürt, dass ich so ein bisschen traurig war, weil ich zweimal hintereinander das gleiche, sehr einfache Essen serviert habe. Leon meinte dann, ach Mama, wir hatten Gurkenstückchen und Kohlrabi-Stückchen vor den Nudeln. Das sind doch tolle Vorspeisen. Immer dann, wenn Pierre uns besucht hat und wir beim Essen dann wieder zusammengesessen haben, dann hat sich das wieder so schön normal angefühlt. Und am letzten Tag der Reha meinten die Kinder dann ganz glücklich, heute kommt Papa für immer nach Hause. Danke fürs Anschauen. YouTube hat meine Kommentare zwar deaktiviert, aber ich würde mich auf ein Like freuen, Daumen nach oben und stellt gerne eure Fragen auf Instagram oder auf meinem Blog. Die Links, die findet ihr hier unter dem Video. Ja, alles Liebe und bleibt gesund und genießt jeden Tag mit euren Liebsten, denn jeder Tag mit euren Liebsten ist ein Geschenk.